LaToya Jackson heute Nachmittag in Hannover. Die zweitälteste Schwester aus der Jackson-Familie ist direkt von Los Angeles nach Deutschland gereist, um eine neue Show über ihren verstorbenen Bruder Michael, den King of Pop, zu präsentieren. Die Show kommt 2020 nach Deutschland. Die will die 62-Jährige trotz oder gerade wegen des fehlenden eigenen Erfolgs unterstützen. Ich denke, was das Wichtigste ist, und es macht mir nichts aus, das zu sagen, für mich war Michael der großartigste Entertainer aller Zeiten. Die Lieder und Auftritte des King of Pop sind unvergessen. Bei seiner Welttournee in den 90ern begeisterte er Millionen Zuschauer mit solchen spektakulären Auftritten. Der Tod ihres berühmten Bruders jährt sich nächstes Jahr zum 10. Mal und dazu soll er wieder auferstehen. In einer erstmals in Deutschland inszenierten Show. Und Inszenierung, das ist ein wichtiges Stichwort in der Jackson-Familie. Dass ausgerechnet LaToya Jackson nun die große Bühnenshow zu Michael mit ihrem Gesicht präsentieren will, scheint kein Zufall zu sein. Denn im Gegensatz zu ihrem jüngeren Bruder schaffte LaToya nie den Durchbruch. In den 80er Jahren versuchte sie mit verschiedenen Arbeiten kommerzielle Erfolge zu erzielen, bis sie für längere Zeit völlig von der Bildfläche verschwand. Schon seit Jahren spielt sie keine große Rolle mehr im Pop-Business. Und auch das innigste Verhältnis zu Michael wurde ihr nie nachgesagt. Diese Rolle blieb der jüngeren und viel erfolgreicheren Schwester Janet vorbehalten. Mit ihr veröffentlichte Michael 1995 die Single Scream. Heute berichtet LaToya, Michael besser gekannt zu haben, als ihr nachgesagt wird. Er hatte so viel mehr Talent, als ihr alle sehen konntet. Ich sagte, Michael, zeig das der Öffentlichkeit. Und er sagte, nein, die haben genug gesehen. Ihre Gefühle zum Tod ihres Bruders beschreibt das Mitglied aus der Jackson-Familie so. Das ist eins dieser hilflosen Gefühle, dass du rein gar nichts tun kannst, was diese Person zurückbringen würde. Und du fühlst dich hilflos. Es ist emotional, eine Achterbahnfahrt. Es geht hoch und runter. Manchmal denkt man mit guten Gefühlen daran und sagt, wo er jetzt ist, ist er besser dran. Er ist an einem besseren Ort. Die Deutschland-Tournee Forever King of Pop startet im Januar 2020 und gastiert in 15 deutschen Städten. Und zum Auftakt in etwas mehr als einem Jahr will sie, LaToya Jackson, dann wieder nach Deutschland kommen.